Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 Die Klonkriege. Wir machen weiter mit der letzten Mission. Freiheit für Ryloth. Das heißt, wir haben jetzt drei Ryloth-Missionen. Immer noch sind die Boni aktiviert, beziehungsweise die Extras. Und wir sind im letzten Kapitel von Ajay Ventress. Kapitel 6. Freiheit für Ryloth. Separatisten-Streitkräfte, geführt von Tambor, belagern immer noch den Planeten Ryloth. Doch der Sieg durch die Republik ist nicht weit. Jedi-General Mace Windu führt Klontruppen zur Befreiung der Twi'lek-Hauptstadt Lesu. Okay, ich habe irgendwie angewartet, dass er führt an. Kommt, also führt ihn an. Ich denke mal, das könnte vielleicht anfangs ein Bodenkampflevel sein und dann noch ein Endlevel, wo wir ihn dann halt wirklich gefangen nehmen. Na, nochmal zertrampelt, gut. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Gibt erstmal direkt hier ein Minikit versteckt, fühle ich. Und Vorteil bei den X-Fachpunkten ist halt einfach hier, dass man halt den einsammeln fast fertig ist. Ne, ist nicht ganz so schlimm, aber so hat man halt mehr Geld, um das irgendwo auszugeben. Okay, keine Ahnung, was das war, ein Stein? Okay, da ist glaube ich noch so ein Stein. Okay, diesmal waren es zwei Steine. Wir sind wieder Captain Stone oder sowas? Wie heißt der? R2-Ding, oder? Jo. Okay. Das sollten wir vielleicht umgehen. Okay, haben wir hier doppelte Steinformationen geben, ein Minikit. Gott, ey, auf sowas muss ich auch noch achten? Es ist komplett verwirrend, was man hier alles abschießen kann, was nicht. Das hätte ich tatsächlich nicht mal gesehen. Da ist ein Panzer, wahrscheinlich muss ich Panzer auch noch zerstören. Okay. Ich glaube, zerstört werden können unsere Bases aber nicht. Also, ich weiß es nicht. Bin ich fast in den Abgrund gestürzt, geil. Da ist nochmal ein 80er. Gut, dass die Dinge auch direkt respawnen. Also, doppelte Steine und diese Pflanzendinger. Die aber nicht nur auf dem Boden sein, können sondern auch an Wänden. Okay, wir haben schon mal mehr als nur Geld. Das wollte ich nicht, aber gut. So, Kaserne, gib mir mal Blaster-Klone, bauen wir überall einfach ein. Weil das kostet halt legit nichts und vor allem jetzt mit dem, was wir jetzt haben, ist es ja komplett egal. Okay, hier können wir auch dann gleich noch die Raketen-Klone bauen. Obwohl ich. Das hätte gleich mehr Sinn gemacht, hätten wir es direkt da oben gemacht. Aber egal. Wir können ja nur drei Sachen pro Ding machen, meine ich. Oh, dann baue ich hier noch eine Kaserne hin. Blaster-Klone, was können wir noch hinsetzen? Luftunterstützung klein, machst du so einen hin? Jetzt sind wir hier durch. Wir müssen irgendwie uns einen Panzer organisieren, meine ich. Kaserne haben wir alle. Luftunterstützung so klein haben wir auch aktuell. Wir können noch ein goldenes Geschütz bauen. Aber ich glaube, es bringt uns nichts.
Ist der eigentlich hin oder können wir den noch fahren? Achso, ich kann ja einfach B drücken. Das hat ja auch funktioniert. Geil. Da ist noch was mit Yoda. Also mit einem Kleinen. Ach ja, das ist ja immer blöd. Die werden mir wieder geklaut. Obwohl, nee, das war eigentlich nicht so. Das Spiel ist gerade gecrashed. Geil. Ja, das ist ein bisschen zum Kotzen. So, hier sind wir etwa wieder auf dem Stand wie vorher. Und ja, wir gehen mal weiter vor. Ich habe hier gerade die Truppen anders gesetzt. Mal gucken, ob wir das hier mit Raketentruppen hinbekommen. Okay, anscheinend nicht. Dann müssen wir doch den Panzer klauen, so wie ich es eigentlich vorhatte. Und hoffen mal, dass das Spiel nicht abstürzt. Den können wir zerstören. Okay, doch, wir müssen anscheinend Panzer zerstören. Och, jetzt steht das scheiß Bike hier im Weg. Das ist zum Kotzen, ey. Jetzt wird mir der Panzer wahrscheinlich gleich geklaut. Geil! Fühle ich sehr. Okay. Einen noch. Jetzt habe ich das Ding zerstört. Immerhin. Eine 10 habe ich jetzt, glaube ich, liegen lassen, aber ist mir egal. Zerstören wir den noch schnell. Oh, das wusste ich nicht, dass ich das machen kann. Na gut, nehme ich so hin. Schade. Okay, wir können uns anscheinend auch ein goldenes Geschütz holen. Und die können uns damit keinen Schaden machen, ist auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich die Spinnenruinen auch noch zerstören oder diese kleinen, wo die Druiden sich raufsetzen können. Ich glaube, so Spinnenruinen. Ich glaube, da habe ich nichts bekommen vorher. Bisschen was Neues. Schildgenerator, Luftunterstützung. Gib mir einen Panzer. So. Dann fahren wir erstmal das Level ab und gucken, ob wir irgendwas Interessantes finden. Da ist zum Beispiel. Also da hinten sind, glaube ich, richtig viel Geld. Also ist richtig viel Geld. Jo.
Das nehmen wir gerne mit. Ich hoffe, das Spiel crasht nicht wieder. Weil das war ja fast eine Million. Fühle ich. Eins noch. Dass man die anderen geparkten Fahrzeuge nicht einfach wegschieben kann, ist ein bisschen blöd. Und da würden wir wahrscheinlich da oben irgendwo rauskommen müssen und dann irgendwas bauen oder so. Weiß nicht so ganz. Ich find's gut, dass sie da einfach reinlaufen. Okay, der macht tatsächlich nicht so viel Schaden. Aber kannst du ihn halt stunlocken, sage ich. Okay, stunlocken ist es ja auch nicht wirklich. Du zerstörst es einfach durch viel Schaden durchgehend. Okay, dafür brauchen wir noch 5 Stück. Und einer habe ich auch eins nicht gefunden. Protokolldruide, oder? Wahrscheinlich schon. Das ist das letzte hiervon. Nice. Das können wir nicht zerstören. Das können wir auch nicht zerstören. Wir müssen den Schildgenerator erstmal zerstören. Können wir zum Glück einfach so machen. Mit dem können wir auch sehr leicht Gebäude zerstören. Einfach raufhalten. Dauert natürlich ein bisschen, aber... es geht halt trotzdem sehr gut. Ich habe das Level eben gerade auch noch angefangen, nachdem ich neu gestartet habe. Da ich ja vergessen den Multiplikator anzumachen, dachte ich so, scheiße, das Geld würde ich schon gerne haben. Dann habe ich es einfach nochmal neu gestartet. War zum Glück, ist mir zum Glück relativ früh aufgefallen. Also als ich die linke Seite, da links vom Abgrund, einmal schon bearbeitet hatte. Aber es sind ja keine 5 Minuten. Hier können wir irgendwas bauen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Also wir können mal kurz gucken, was wir noch bauen können. Können wir neue Kasernen? Nein. Luftunterstützung und klein können wir auch nicht. Wir könnten hier ein Geschütz bauen, silbernes. Warum nicht? Dann bauen wir hier nochmal ein ATTE hin. Mein Panzer fährt gerade weg. Geil. Erliebe ich immer wieder. Dann haben wir hier hinten noch so einen Platz. So, Luftunterstützung, können wir ein APP hinbauen. Strahlenschild. Hier kommt ein Schildgenerator hin, golden, aber warum nicht? Was soll der Geiz? Okay, komme ich da einfach hingesprungen? Kopfjäger, okay. Da brauche ich ein Geschütz für. Ich glaube, hier soll ich... soll ich hier was bauen oder soll ich hier was zerstören? Also das ist ein freie Fläche, würde ich sagen, es ist ein Bauplatz, aber keine Ahnung. Also man kann ja richtig viel Geld verschwenden. Aber wir haben so viel Geld, dass es im Endeffekt egal ist. Okay, hier können wir erstmal nichts weitermachen. Wir können aber den Schildgenerator schon mal zerstören.
Auch wenn es wahrscheinlich schneller wäre, wenn ich einfach das Panzerfahrzeug holen würde oder irgendein Fahrzeug und das hier kaputt schießen würde. Ey, ich will es mit dem Laserschwert kaputt prügeln. Au. Ach nö, egal. So müssen wir nicht wieder zurücklaufen. Gib mir mal hier einen großen. Worauf schießt ihr denn? Wo kommen die ganzen Panzer denn überhaupt her? Warte, ich kann es mit der einfach. Ich kann es mit der Kanone machen. Ja, kannst du mir nichts anhaben, ne? Penner. Okay, da kann ich jetzt aber bauen, wie es scheint. Schade, dass ich das Geld nicht einsammeln kann, aber naja. Kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, bau mir was? Okay, ja, der baut hier einfach irgendwas random hin. Ah, okay, wir müssen das bauen. Okay, ich bin verstehen. Extras. Minikit spenden. Okay. Warte mal, den baue ich mal, wo ich auch hinkomme. Mit einer Klontruppe. Ich weiß nicht, wie ich es wiederbekommen habe. Na gut, das hat nicht geklappt. Schade. Dann nehme ich dich hier mal. Commander Panz, okay, ist nicht Commander Stone. Ich dachte, er ist irgendwie Commander Stone, warum auch immer. Und hier ist noch ein Platz, ne? Dann bauen wir hier nochmal einen Minikit-Spender hin. Und Torpedogenerator, warum nicht? Luftgeschützen haben wir nicht mehr. Geschütze haben wir auch nicht mehr. Schildgenerator. Ja, mach noch einen Schildgenerator hin. Okay, das ist irgendwie komisch. Ich habe kein Geschütz, ne? Ich bräuchte ein Geschütz. Oder irgendein Fahrzeug. Ich würde ja gerne den ATTE haben. Aber der ist so langsam. Dann haben wir erstmal den ATPT? Ne, ATAP? Also bisher ist das Spiel nicht gecrashed. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen. Hallo? Das funktioniert nicht so gut. Okay, der ist hinter sich. Das heißt, wir brauchen einen neuen. Ich könnte doch eigentlich mit so einem Speederbike bestimmt das machen, oder? Torpedos hinterhängen? Das hat ja nicht so gut geklappt. Lass mich hier mal schnell durch. Ich brauche dich hier. Okay, merke, in Zukunft sollte ich hier eher versuchen, ein Geschütz mit dich hinzustellen, dass ich auf beide schießen kann. Ich glaube, der ist untötbar, weil der lilanes Leben hat. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kriegt er trotzdem hiervon Schaden. Okay, er kriegt trotzdem davon schon. Okay, das Ding ist echt beschissen platziert, muss ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, der einfachste Weg ist, ich nehme. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch Geschütze habe. Ich glaube, so kann man auch Geld farmen, weil man kriegt Geld wieder, wenn man die zerstört. Aber man kriegt halt auch Geld, wenn man. Also man gibt halt weniger dafür aus.
Weil das hier hat jetzt 25 zum Beispiel. Also hier liegen jetzt 25 rum, aber ich krieg halt davon jetzt die achtfache Menge zurück. Also ich kann das, also man kann hier halt auch richtig gut cheaten. Milchhähnchenspender, ich weiß nicht, ob das noch was bringen würde, wenn ich das nochmal kaufen würde. Ich kann es gleich mal probieren. Ich baue mir einfach die silberne hin. So. Dann bauen wir hier nochmal den Mist hin. Dann müssen die Brücke gleich stehen und können wir auch gleich nach vorne gehen. Also mit achtfach machen diese Level auch mehr Spaß, muss ich sagen. Weil man halt einfach nicht so viel machen muss. Ich glaube, wir brauchen dich hier. Weil das Tor sieht aus, als müssen wir es noch zerstören. Wir haben zum Glück erst 2,2 Millionen. Das ist auch schon wieder so zum Kotzen, es funktioniert einfach nicht. Keiner, wo die letzten zwei sein sollen. Hoffentlich hier gleich noch irgendwo im Innenhof oder so. Aber wir haben es jetzt schon geschafft, also wahrscheinlich sind die irgendwo wieder versteckt, ich habe es nicht gesehen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir hier noch in der Stadt selbst was machen müssen und nicht, dass es einfach vorbei ist. Naja. Commander Panz, okay, wir hatten irgendwie so einen ähnlichen. Ja, okay, der ist, glaube ich, weiter rechts da. Der Commander Stone hat halt eine ähnliche Farbe. Ich habe mir jetzt seinen Maler nicht angeguckt, deshalb dachte ich, es passt einfach. Nur 3 Millionen. Goldene Steine, Story abschließen. Ja, schnell fliehen, Ajay. So, hier springen wir das mal schön. Das ist 31,6% schon. Das kennen wir auch. Wir spielen die beiden wieder, ausnahmsweise sogar die, die wir mal gespielt haben. So. Jetzt haben wir noch vor uns eigentlich nur die Story von General Grievous, Kampf der Druiden. Ich würde es aber eigentlich gerne mal versuchen. Gesperrt. Kann ich das hier machen? Das ist auch gesperrt. Das kann ich machen. Ich will erstmal gucken. Wir gucken uns mal erstmal an, was es ist. Nabu. Wahrscheinlich, die anderen haben wir so schon gemacht. Nut Gunray greift an. Anakin Skywalker und Padme Amidala eilen nach Nabu. Im verzweifelten Versuch, Padme seinen Planeten vor einer Separation Invasion zu beschützen. Der schurkische Vizekönig muss aufgehalten und alle seine Basen zerstört werden. Okay, ist einfach nur Krieg oder was? Okay, das ist, glaube ich, einfach nur Krieg jetzt mit 15 Minuten Zeitlimit oder was? Zerstöre alle feindlichen Gebäude, ja, versuche ich. Geschütz. Hallo.
Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ich hab mal das goldene Geschütz her. Kann sich nämlich ficken. Ach Mensch, das hilft ja gar nicht. Penner. Okay, da komme ich nicht hin. Also ich glaube, das Klügste ist schon fast einfach mit dem Speederbike erstmal hinfahren. Und einfach wieder immer die Goldkanone aufbauen und dann einfach den Rest wegbomben, den man wegbomben kann. Und das hier können wir auch nicht zerstören. Können wir dich zerstören. Ja. Also klar, mit so einem Panzer können wir es auch gut machen. Aber das Bike hat man halt meistens direkt hier stehen. Und dann baue ich hier das Geschütz, würde ich sagen. War es gerade Newt Gunray? Sah so aus. Geh mal her, ich brauch dich hier mal. Komme ich hier weiter? Ja. Ich glaube, ich habe meinen Geschütz nicht wieder zerstört, oder? Nein. Dann nehmen wir die Silbern einfach. Komm her, Strahlenpanzer, ich brauche dich. Danke. So, dann können wir hier auch gleich die Truppen zerstören, die hier rauskommen. Was brauchen wir hierfür? Das Silberne ist, na super. Ich glaube, wir haben aber auch noch maximales Leben, oder? Okay, hierfür brauchen wir was Goldenes, was Explosives. Würde ich sagen, bauen wir Geschütz einfach in die Mitte. Hinten und dann können wir die beiden zerstören. Dann müssen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Ne, hallo, ich möchte bitte hier rauf schießen. Danke. Obwohl, Geschütz brauche ich gar nicht, wenn wir den Walker hier haben. Außer er ist gleich kaputt. Dann ist natürlich scheiße.
Hallo, wieso hast du das wieder aktiviert? Oh, ist der Walker wahrscheinlich weg, oder? Ja, steht noch, perfekt. Och, danke für nichts, ey. Vielleicht soll ich mir dann hier hinten noch was hinbauen. Erstmal ein Geschütz will ich hier haben. Und habt ihr noch Luftunterstützung für mich? Ja, gib mir mal ein ATT, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das hier so die beste Option ist, die ich hier wähle, aber naja. Sie wirkt ja erstmal in Ordnung, also zeittechnisch glaube ich nicht. Aber ich komme so wenigstens ans Ziel. Ach, das sein ist mein Geschütz, stimmt. Ich dachte, das wäre von den Gegnern noch. Okay, und hier brauchen wir nochmal einen Panzer. Weil wegen Laser, okay. Haben wir sonst noch was? Nee. Dann hoffen wir, dass unser Panzer gleich zufällig vorbeikommt. Hä, wieso ist das denn aktiviert worden? Von wem? Hier ist niemand. Ich glaube nicht, dass Druiden das können. Also langsam kotzt du mich an, Nutgunray. Okay, die Druiden können es anscheinend auch. Sie muss einfach nur noch vorbeigehen auch. Gut zu wissen. Au. Warte mal, haben die da hinten wieder einen Punkt erobert? Die haben wieder einen Punkt erobert, Penner. Ja gut, dann nehme ich hier Blaster-Klon einfach mal. Damit der es nicht einfach so erobert. Ach, habe ich das gleich zerstört? Das kann natürlich sein. Ich habe es nur ausgemacht, ne? Dann habe ich das Geschütz zerstört. Die Republik gewinnt. Okay, gut. Haben wir gemacht. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber gut. Können wir machen. Einen goldenen Stein dafür noch bekommen. Ja, nee, weiter. Ich möchte nicht neu starten. Danke. Das können wir wahrscheinlich mit allen Planeten machen. Oder müssen wir eine bestimmte Reihenfolge machen? Dann können wir alle, oder? Ich würde tippen, es sind die roten Planeten alle. Wir können ja einmal kurz noch reingucken. Republik Übergriff. Nabu, haben wir es gemacht? Fulgosa zum Beispiel. Okay. Wir haben jetzt eigentlich nur noch vor uns Quell und Christophsis. Und dann halt noch die von Grievous. Das heißt, wir machen das weiter, wenn wir halt damit fertig sind. Ich wollte nur gucken, was es ist. Zwei Schwimmlos, okay. Was das ist, weiß ich noch nicht. Könnte eine Raumschlacht sein, wofür wir erst noch was bauen müssen. Ja, und dann machen wir im nächsten Mal weiter mit dem Rusan-Mond. Und dann hoffe ich, es hat gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.